Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier. Sonntag 18.30 Uhr, Classic Lotus. Sunday Grand Prix Series steht auf dem Programm. Natürlich unser Tommy wieder am Start. Nur der Björn fehlt uns heute irgendwie. Schade. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Bis gleich. Eine Überraschung, du bist im zweiten Split. Oh, ob das eine gute Überraschung ist, das weiß ich noch nicht. Ach, die ganzen Bekannten sind wieder dabei. Außer unser Björn, der ist heute nicht am Start. Warum auch immer. Keine Lust. Oder dem ist zu warm. Auf jeden Fall vermissen wir ihn schmerzlich hier. Aber du hast recht, ja, ich bin Auto Nummer 2. Thorsten Behle ist dabei. Dann haben wir noch Adam Glatzka und Wolfram Fund. Das sind die deutschen Kollegen. Insgesamt haben wir heute 21 Fahrer, die 11 Runden auf dieser legendären Strecke absolvieren müssen, auf der allerdings niemals reelle Formel 1 Fahrzeuge gefahren sind, und schon gleich gar nicht zu der damaligen Zeit, denn das war viel, viel zu gefährlich. Damals gab es die Schikanen noch nicht auf der Mulsanne-Geraden. Ich denke mal, das wird heute eine ganz wilde Windschattenschlacht. Sehr, sehr gut. 21 Fahrzeuge heute. Ja. Wie schreibe ich das hin? Sehr, sehr cool. Heute sind auch wieder sehr viele aus der Community am Start. Sehr, sehr schön. Adam Glatzka, Arturo Amro, Byron Long. Wir haben Francisco Xavier Lopez, den Kurt Klapper haben wir dabei. Pablo El Suarez, Robert Simpkins, Martin Reisman. So, ich habe geschrieben, dass du ein Review machst und dass die nett sein sollen. Ich habe auch gerade Kopfhörer aufgesetzt. Okay. Das ist lieb von dir, weil ansonsten höre ich mich an wie ein Klo. So, damit hat man. So, also. Rechnen vorbei. Qualifying müsste gleich losgehen. Ich. Na, hier jetzt Vollgas durchhämmern, oder? Ja. Ah, naja, da können wir jetzt hier uns unterhalten. Steve Saas, Daniel Bonavitz, Byron Long, Kurt Klapper, lauter bekannte Namen. Arturo Amro war schon dabei. Pablo Suarez, Martin Reisman, ja. Robert Simpkin. Wir haben Steve Stahls dabei, Adam Glatzka war wieder, das freut mich besonders. Der Wolfram Fund, der hatte uns auch geliebt. Wir haben coole Videos, Männer. Ja. Daniel Bonavitz, der Fanschvogel. Der ist immer abgeschossen mit unserem. Unser Francisco ist dabei, aber auch hier ein, zwei neue Namen. 324. 324, okay. Ja, da mit dem Helm im Wind, ey, das ist doch heftig, wo, oder? Wo wirfst du den Anker hier? Beim Hütchen? Beim letzten? Ja, ja. Oh, nee, beim ersten vorne nach, bei dem 324 km/h, da könnt ihr euch vorstellen, dass da beim Unfall nicht mehr viel übrig bleibt. Alter, das wird ja nur eine Windschattenschlacht. Gefolge. Oh, Arturo Amano ist wegen Packet Loss runtergeflogen. Arturo Amro, oh schade. Der zählt eigentlich hier zu den Favoriten. Der hat, ist das Auto Nummer 1. Da hat der Tommy die erste Runde auch schon geschafft. Erste Zeiten kommt Byron Long, 3,23. 3,25. Ja. Sieht man mal die Zeiten. 3,23, Pole Position, Byron Long. Ja. Ich muss Mitte der Fahrbahn fahren. Ich habe gehört, da wird das Auto noch einen Tacken schneller. Also du bist mit einer 3,25,0 schon auf dem dritten Platz. Ja. Ah, ich guck mal. Zweite Runde ist er jetzt schon hier 1,4 Sekunden schneller. So, damit haben wir doch noch die
zweite Runde geschafft. 23 Sekunden. That puts you 0.6 off the leader's pace. 0.6. So, lass mal in die Ergebnisse reinschauen. Robert Simkins und Pole, aber die stehen alle schon im Schnitt noch. Das mag ja sein, wir haben noch eine Minute. So, Robert Simkins 1.23.0, 1.23.3 der Suarez, Brian Long 23.4, 23.6 der Wolfram und ich. Okay, nochmal zwischen 6 und 7 gibt's. So, was haben wir? Le Mans Race ist geladen. So, mein lieber Patrick, es ist mal wieder soweit. Alter, warte. Drück dir die Daumen, bis beim Start alles gut geht. Jo, so, warte mal. So, das ganze Feld hat sich jetzt aufgestellt und es müsste jeden Augenblick die Ampel erscheinen. Ah, ins Blickfeld rein. Und da schaltet die Ampel auf grün und die Jungs machen sich auf die Reise. Byron Long kommt hier ganz schlecht weg. Oh, 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 oh. Das oh nein. Unfall hin. Oh, und wieder ein Startunfall mit Kettenreaktion. Ich sehe hier Thorsten Behle, aber auch noch ein paar andere sind hier involviert. Oh Mann. Schade. Schade. Da sind schon so einige eliminiert. Wir haben jetzt hier den Robert Simkins auf Pole. Dahinter dem Pablo Suarez, der jetzt einen Slowdown hat. Wolfram Fund geht vorbei und auch der Tommy. Nee, doch, ne. Pablo kann noch mal vorn bleiben. Hinterm Tommy Steve Sars und auf P7 dann Adam Platzka. P8 Brian C. Smith. Da haben wir schon wieder so einige Opfer zu beklagen und einiges ist hier durcheinander geraten. Alter! Geht er da in die Eisen? Vorsicht, nicht, dass der Tommy hier auch gleich noch am Start mit wegräumen. Boah, der Simkins, ey. Der ist schon abgehauen. Robert hat schon einen ziemlich großen Vorsprung. Dahinter dann der Wolfram Fund. Das ganze Feld hämmert jetzt hier erstmal die ewig lange Mulsanne-Gerade runter. Brian Long hat sich voll gelöffelt. Was haben wir denn da? Position noch. Boah, ich sehe den 12. hinter. Also hat es bestimmt 4-5 Autos. Da stehen sie eigentlich an der Box. Robert Simkins kann aber sich nicht wirklich absetzen da ohne Windschatten. Wolfram nehmen wir. Weiß nicht, wo ich hin soll. Byron, ja. Grün. The Lord Byron. Oh, der hat das Wheel Spin Deluxe gehabt. Ja. Und dann. Und hinter, ganz hinten kerbelt es geht nicht mehr. Thorsten Behle ist das, glaube ich, ne? Thorsten Behle, ja. Aber am Platzka ist ganz schön rangekommen jetzt. Und der Byron Long, der kriegt das Auto. Nee, irgendwie. Das läutet ja vorher hin und her. Ja. Er kriegt die Karre nicht unter Kontrolle. Und dann, oh nein, und dann als nächstes. Und der selber betrifft Mark Reisman, oder? Nee, der ist der Bronislav. Ach, der Bronislav, schon mit der ersten Probe abgeräumt. Wie damals hier beim. Oh. Der kotzt doch auch nur noch. Ja, ja. Ach du Scheiße. Und auch Daniel Bonawitz hat's wieder erwischt. Oh. Schade, tut mir echt leid. Jetzt hier Tommy, kleiner Verbremser, Steve Saus vorbeigegangen. Da stehen die Räder, Rauchwolke. Oh, 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 oh. Oh nein, da fliegt einer. Was ist da passiert? Wolfram hat's erwischt. Und noch einen. Und wieder ist Wolfgang unschuldig abgeschossen worden. Adam Platzka. Und auch Adam hatte hier einen kleinen Zwischenfall. Das schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Robert hat inzwischen seinen ersten Platz an Pablo El Suarez abgeben müssen. Und Tommy liegt auf P3. Aber ich war nicht beteiligt da, oder? Nein. Sehr schade, dass schon wieder so viele Autos an der Box stehen. Inzwischen hier vorne die ersten vier Plätze ganz dicht beisammen. Pablo, Robert, Thomas und Steve. Boah, die Boxengasse, die steht voll. Vorne ist da frei. Vincent, Daniel, Bonawitz. Scheiße, Slowdown. Eine Sekunde. Steve Saals verbremst sich hier kräftig hier. Das ist immer noch erste Runde, ne? Ja, ja. Ja, der guck mal da, da stehen schon alle Räder. Also. Ja. Wolfram Fund. Ja, boah, hier wahrscheinlich. Oh nein. Ja. Er wird abgeschossen von Brian C. Smith, aber richtig. Boah.
Boah, der hüpft jetzt richtig weg. Oh, der Wolfram hat auch nur Pech. Er ist auch schon beim letzten Mal unschuldig in den Stadtunfall verwickelt worden und weggedonnert. War doch der Adam Platzka, oder? Ja, Adam Platzka, was ist mit dem passiert? Der hat zu viel Gas gegeben. Man fällt natürlich dadurch ganz weit zurück. Jetzt überschlagen sich hier auf der Strecke die Ereignisse. Steve Stars liegt hier. Das war jetzt nicht besonders heroisch. Und auch Adam Platzka musste das Rennen komplett beenden. Da müssen wir uns gleich mal in Ruhe anschauen. Hier Xavier Barza, davor Martin Reisman auf P6. Dann haben wir auf 5 Arturo Amro, auf P4 Kurt Klapper, P3 den Tommy. Auf 2 Robert Simkins, der jetzt wieder an die Spitze gegangen ist. Und Pablo El Suarez, der wahrscheinlich einen Slowdown kassiert hat. Also Suarez und Simkins, die sind jetzt gut weggekommen. 4 Sekunden. Suarez hat, glaube ich, auch einen Slowdown, der wird langsamer. Ja. Aber wer war denn der Vierte? Der Steve Salz, der ist weg irgendwie. Wolfram Bund nochmal. Oh nein, hier kommt er auch noch von der Strecke ab. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh nein. Oh, das ist, ja. Das ist der Kurt Klapper, der hat sich da das Auto vom Björn ausgeliehen. Da hat ein Adam Platzka gekillt. Oh, mega unglücklich. Das ist eigentlich der Grund, warum man mit einem kaputten Auto besser direkt in die Box spawnt, ne? Tom, Kurt und Arturo sind jetzt am Pablo vorbeigegangen, der den Slowdown hatte. Tommy damit auf P2, Kurt auf P3 und Arturo Amro auf P4. Der Robert vorne schon 2,8 Sekunden weg. Allerdings hat er keinen Windschatten, was ein großer Nachteil ist hier auf der Strecke. Pablo durch den Slowdown auf P5 zurückgefallen. Allerdings, wie ihr hier seht, ist noch lange nichts entschieden. Adam Klatzka ist raus, schade. Ja, er war in den Unfall mitverwickelt. Am Anfang oder was? Ja. Ihr habt den Grund seines Ausfalls gesehen, sehr, sehr schade. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Unfall vom Steve Sahls an. So, Steve Sahls hier. Oh, da bin ich auch. Da ist, glaube ich, das Steve Sahls an mir vorbei, wie es aussieht. Ne? Er ist weit ausgeholt, damit er sich in Ruhe drehen kann. Aber Gott sei Dank. So, jetzt hat sich die Lage hier, ich glaube, erstmal ein kleines bisschen beruhigt. Hier Xavier Barza liegt jetzt auf dem 7. Platz, hinter ihm Steve Sahls. Auf P8 und P9 haben wir dann den 7 Comfets. P10 Louis Montiel. Und so einige Unfallopfer aus der ersten Runde haben einen Reparaturstopp eingelegt und sind zum Glück wieder rausgefahren, sodass wir nicht ganz so viele Fahrzeuge verloren haben, auch wenn einige jetzt schon eine Runde Rückstand haben. Tommy hatte wie immer unheimliches Rennglück. Hier haben wir mal unseren Leader, Robert Simkins, 2,6 Sekunden Abstand zum Tommy. Kurt Klapper auf P3 fährt heute wieder ein super Rennen. Aber auch Arturo Amro hat das Ganze durcheinander genutzt und ist wieder nach vorn gekommen. Konnte ja keine Qualifikation fahren, weil er Probleme mit der Connection hatte. Und ist dadurch von ganz hinten gestartet, hat sich durchs Feld geflügt und aus Alb rausgehalten und fährt jetzt vorne in den Top 5 mit. Robert Simkins, unser Leader, letzte Runde über eine halbe Sekunde schneller gefahren wie der Rest des Feldes. Robert kann jetzt abfahren. Dahinter hier kommt dann der Tommy mit ein bisschen Abstand, Kurt Klapper. Und hinten Arturo Amro und Pablo El Suarez kämpfen um die Position. Pablo hat sich rangerobbt. Ich komme aber dran auf der langen Gerade. Ich weiß nicht, ob ich auf die Entfernung Windschatten habe. So. Ich komme ganz richtig nah ran. Auf der langen Geraden. 1,6, 1,5. Weiß nicht, ob das wirklich Windschatten ist auf die Entfernung. Weißt du, was ich meine? Ja. 1,3, 1,2. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen Setup sein. Ein wunderschönes Schlacht hier zwischen Arturo Amro und Pablo El Suarez, der immer wieder versucht, aus dem Windschatten rauszugehen und kommt aber bisher noch nicht vorbei am Arturo. Der macht das ja aber auch geschickt hier. Stellt sich immer innen rein in den Kurven. Mal schauen, jetzt hat er Pablo einen besseren Exit bekommen und setzt sich daneben. Wenn er hier bis zur Kurve sich daneben setzen kann, ist er in einer besseren Position. Ein tolles Duell. Kurt Klapper ist eine Sekunde weg, genau wie nach vorne zum Robert Simkins. Und da ist der Pablo auch vorbeigegangen und hat das Duell fürs erste Mal gewonnen.
Xavier Barza ist jetzt wieder hinter Steve Sauce zurückgefallen auf den 8. Platz. Steve bei seiner Aufholjagd war ja am Anfang ganz vorn mit dabei, hat sich durch einen eigenen Fahrfehler selbst rausgedreht. Jetzt der nächste kleine Ausritt, aber zum Glück nichts passiert. Und da geht der Xavi auch wieder durch. Steve Sauce fehlen inzwischen über 6 Sekunden nach vorn auf P6 und P5 zu Arturo Amro und Martin Reisman. Und ich denke mal, durch solche Aktionen wird auch der Abstand nicht kleiner werden. Hier vorne immer noch alles beim Alten. Allerdings gibt der Pablo mächtig Gas, hat jetzt hier gerade die schnellste Runde des Feldes gedreht und schon einen kleinen Abstand zwischen sich und Arturo Amro gebracht. Scheiße, erwischte Kurve. Kann sein, dass der Simkins ein bisschen mehr Spoiler fährt. Tom und Kurt jetzt gemeinsam auf der Jagd nach Robert. Und auch der Pablo ist da dicht dran. Und Martin Reisman ist irgendwie zurückgefallen, der Mann, der die ganze Zeit auf dem 6. Platz war. Martin Reisman auf P6 kommt hier ein kleines bisschen aufs Gras und zack. Harut hat ein bisschen die Mauer geküsst. Schleift da an der Mauer entlang, kann scheinbar aber weiterfahren. Bisschen zu schnell. Und dann hat ihn die Fliehkraft in die Mauer gedrückt, scheint aber noch Glück gehabt zu haben. die kommen ran da, hinten, 04, 03. Und zwei. Scheiße. Kurt und Pablo sind jetzt ganz dicht dran und zu dritt haben sie auch den Abstand zum Robert auf unter einer Sekunde eingedampft. Und jetzt ist aus dem Trio hier ein Quartett geworden, die sich um den Sieg streiten. Tommy einen besseren Exit bekommt gerade. Und ich schätze mal, jetzt wird der Pablo zum Angriff auf den Kurt starten. Anfahren und vorbeifahren sind zwei Paar Schuhe. Tommy konnte jetzt eine Sekunde zwischen sich und Kurt legen. Apropos Schuhe, ich habe meine Sim-Racing-Schuhe gar nicht an. Deswegen. Und da startet der Tommy jetzt auch den Angriff auf den Robert. Geht hier auch in der Kurve an ihm vorbei. Na, Robert gibt noch nicht nach, aber jetzt ist der Tommy in der besseren Position und kann sich an die Spitze setzen. Damit unser neuer Leader Thomas Silbernagel vor Robert Simkins, Kurt Klapper und Pablo Suarez. Arturo Amro weiterhin auf E5 und dahinter schon eine riesen Lücke. Und so wie es aussieht, hält der Robert seine Verfolger ein kleines bisschen auf, denn der Tommy kann sofort eine Lücke reißen. 0,9 Sekunden. Kurt versucht hier auch vorbeizugehen, macht hier schon Druck, setzt sich an die Seite. Oh, und da kommt der Robert ein bisschen weit. Und der Kurt kann das ausnutzen und geht vorbei an P2. Schönes Überholmanöver. Und Kurt Klapper heute wieder ganz vorne mit dabei, das ist doch toll. Durch die Aktion Arturo Amro auch wieder ein ganzes Stück näher gekommen. Schön, dass die Top 5 hier so dicht beisammen sind. Wir gehen gleich in die 5. von 11 Runden. Hier vorne jetzt die Plätze 2 bis 4 schieben sich ganz dicht zusammen. Und auch Arturo Amro kommt da immer näher. Tommy vorne 1,5 Sekunden weg. Boah. Ja. Da hatte der Tommy einen kleinen Wackler, aber zum Glück nichts passiert. Frag mich mal. Hier haben wir Martin Reisman mal im Bild, war doch an der Box zum Reparaturstopp. Ich glaube, da war die Beschädigung doch zu groß. Und hier Thomas Kotzen, der Mann auf P11, war auch schon an der Box. Er ist zu schnell in die Kurve rein da. Thorsten Behle hier P14, unschuldiges Opfer des Startrechts, fährt hier das Rennen auch sauber zu Ende. Sehr schön. Byron Long P13, 14 Sekunden vor Thorsten Behle. Und Daniel Bonawitz, unser Pechvogel, steht mal wieder kaputt an der Box. Kurt Klapper hat einen Slowdown. Oh ja, ich hab's gehört. Schade. Oh, da wird der Kurt jetzt viel an Boden einbüßen und er wird auch schwer mit Arturo Amro zu kämpfen haben, der jetzt hier direkt auch vorbeigeht. Suarez und Simkins, sie betteln sich jetzt da. Jetzt Suarez ist sein erster Verfolger. Das ganze Durcheinander hat Pablo El Suarez ausgenutzt und ist am Robert Simkins, unserem Polsitter und ehemaligen Leader, vorbeigegangen. Tommy kann sich da aber auch nicht entscheidend absetzen. Der Vorsprung beträgt gerade mal 2,4 Sekunden, ein kleiner Wackler und das ist dahin. Oh, und Kurt muss aufpassen, dass er nicht den Anschluss und den Windschatten verliert. Liegt jetzt schon 3 Sekunden hinter Arturo Amro. 2,4 Sekunden ist der hinter mir. Oh, Scheiße!
Das war ein Contact. Ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Da bleibt mir ja fast das Herz stehen. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Ich hoffe, da ist nichts am Auto kaputt gegangen. Sieht auch nicht so aus. Und ich hoffe auch nicht, dass der Tommy jetzt hier aus seinem Rhythmus rauskommt. Uiuiui, kommt mal direkt ins Schwitzen. Robert hat auch einen Slowdown. Auto beschädigt? Weiß noch nicht. Kann sein. Und hier nochmal der Mauerkuss, bei dem uns beiden fast das Herz stehen geblieben ist. Da hast du wohl recht. Gerade nochmal gut gegangen. Robert hat durch seinen Slowdown jetzt ein bisschen Anschluss nach vorne verloren und Arturo Amro ist da ganz dicht dran. Kurt Klapper, 3 Sekunden dahinter. Äußerlich hast du keine Beschädigung. Und mein Ego ist angekratzt. Die saß hier auf P6, ihm fehlen 5 Sekunden nach vorne zum Kurt. Hat nur gequallt. Da hinten zum Javi auch 4 Sekunden Luft, den wir hier haben. Suarez verliert jetzt auch einen Haufen Zeit. 1,6, 1,7 und ich bin grün von der Zeit. Also gucken wir mal, ob der jetzt hier auf der langen Geraden, ob sich das bemerkbar macht. Aber es hat auf jeden Fall gerumst, deinen Porsche-Kurven. Aber Rubbing ist Racing. Naja, aber Rubbing nicht mit der Wand, oder? Hoffen wir mal, dass der Tommy die Konzentration aufrecht erhalten kann. Die Plätze 1 bis 4 schieben sich jetzt wieder ein kleines bisschen zusammen. Also Endgeschwindigkeit verliere ich jetzt nicht unbedingt. 324 fährt er immer noch. Das habe ich dann noch Glück gehabt. Arturo konnte sich endlich am Robert ansaugen und ist jetzt auch mit viel Überschuss vorbeigegangen. Hat Robert aber auch nicht viel Gegenwehr geleistet und versucht sich jetzt in seinen Windschatten zu hängen, damit sie beide wieder ein Stück nach vorne kommen. 2 Sekunden fehlen auf Pablo El Suarez und dann noch einmal 1 Sekunde ungefähr auf den Tommy. Alter, das ist mit dem Bremsen los. Und schon ist es passiert. Kleiner, leichter Verbremser. Tommy muss weit gehen und Pablo ist durch. Wir sehen es vorne noch im Augenwinkel. Unser Kameramann hat hier ein bisschen gepennt, sorry. Schön weiter. Und wir hatten auch weiter hinten im Feld einen kleinen Zwischenfall, den wir uns doch gleich mal in Ruhe anschauen. Und dann wird der nächste fliegen. Wen haben wir da? Vincent Hemden kommt nur ein ganz kleines Müh aufs Gras und verliert schon das Auto und rodelt ab. Ja. Kann aber ganz knapp einen Einschlag verhindern. Das sah auch ein bisschen so aus, als würde das Lenkrad mal kurzzeitig ausgestiegen sein. Die Räder standen schlagartig quer vorn. Hier vorne jetzt die Plätze 1 bis 4 inzwischen wieder innerhalb von 2 Sekunden. Und da hinten kommt Kurt Klapper, der auch nicht so weit weg ist. Robert hat hier den 3. Platz noch lange nicht aufgegeben. Dafür hat er gerade nicht gebremst, wie er sollte. Wir sind jetzt über Halbzeit und sollte man auch drüber nachdenken, sich die Reifen vernünftig einzuteilen. Er hat Slowdown. Er hat einen Slowdown, Patrick. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Er ist zu weit rausgefahren. Alter. 1,8 Sekunden, 1,9. Boah, das schmeißt ihn richtig zurück. Da kommt doch Arturo Amro von hinten angeschossen. Boah, Suarez und Amro, die sind jetzt zusammen. Ja, die Amro geht vorbei. Oder besser gesagt, Seite an Seite. Hoffentlich löffeln die sich nicht. Mann, Mann, Mann. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier früher bremse. Das war... Ja, das war jetzt arg früh. Ein tolles Duell um Platz 2. Pablo kann sich hier noch einmal durchsetzen. Und Arturo gibt sich aber, denke ich mal, noch nicht geschlagen. Während der Robert hinten inzwischen Besuch bekommen hat hier von Kurt Klapper. Die beiden jetzt ganz dicht beisammen, werden hier sicher auch noch die Positionen auskämpfen. Nach hinten sitzt Steve Saas, schon ein größerer Abstand. Runde 8 und vorne alles beim Alten. Robert konnte sich jetzt vom Kurt wieder ein kleines bisschen freischwimmen. Schnellste Rennrunde gefahren. Ja. Tommy gerade die bisher schnellste Rennrunde gefahren. Eine 3:23, 3:59. Ich glaube nicht, dass das Auto da beschädigt ist.
Nichtsdestotrotz dürfte es sinnvoller sein, sich von der Mauer wegzuhalten, denn die Autos hier sind ja eigentlich aus Pappe. Da hat der Tommy riesen Glück gehabt, dass da nicht viel passiert ist. Man hat es an Martin Reisman gesehen, der musste einen Reparaturstopp einlegen. Pablo, hier fehlen 1,7 Sekunden nach vorn. Also Suarez ist jetzt auch vorsichtig da mit der Kurve, damit er sich da keinen Slowdown mehr einfängt. DM kommt Rövid, fährt in die Box. Platz 9, da ist irgendwas passiert. Das werden wir uns nachher gleich mal im Replay anschauen. Zu viele Incidents. Mal gucken. Oh, nur noch 11. Nee, was haben wir denn da? 11, 14 Autos. Arturo jetzt ganz dicht dran. Am Pablo sein Heck. Mal schauen, ob er einen Angriff wagt. Suarez und Amro sind wieder zusammen, ne? Wer ist denn hier? Der 7 Chrom Wirtz. Oh, der 7 nochmal. Nochmal ein Dreher. Der scheint ein paar Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug zu haben. Ja. Arturo klebt hier förmlich im Heck von Pablo und der Abstand nach hinten zum Robert wird immer größer. Er beträgt jetzt schon 4 Sekunden. Aber Arturo traut sich irgendwie nicht vorbeizugehen. Vielleicht hat Pablo auch das bessere Setup. Suarez hat eine schnelle Runde hingekriegt. Pablo Suarez gerade die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Eine 3:23.055. Ganz knapp an der 22er Zeit. Ja, war ein paar Tausendstel langsamer bis zu. Ihr seht im Relativ, der Tommy eine ähnliche Zeit hingenagelt. Während Arturo ein kleines bisschen langsamer war, 0,5 Sekunden ungefähr. Wir befinden uns in Runde 9 von 11 und das Feld hat sich jetzt schon ein bisschen leicht auseinandergezogen. Wir sehen aber schon im Rückspiegel da. Boah, das war jetzt ganz knapp am Slowdown, also. Vorm Tommy tauchen jetzt die ersten Überrundeten auf. Ich hab mir jetzt ins Herz stehen geblieben. Thomas Gottson auf P11 ist hier der Erste, an dem der Tommy vorbeigeht. Und davon auch gleich Thorsten Behle, der auf P14 liegt zurzeit. Wir gehen hier mitten auf der Geraden in die Eisen. Ne? Die Jungs machen hier aber vernünftig Platz. Man sieht, der Thorsten wird sicher noch eine Folgebeschädigung vom Start haben. Suarez auf 1,5 rangekommen, ey. Ei. Pablo Suarez, Tommys Hauptgegner, robbt sich jetzt hier langsam wieder ran. Hier haben wir mal wieder Kurt und Robert im Bild. Die Plätze 4 und 5, ungefähr 5 Sekunden hinter der Spitze. Während der Tommy weiterhin das Feld anführt, aber Pablo kommt immer näher. Tommy spürt schon den heißen Atem seines Gegners. Mal schauen, wie lange er sich noch erwehren kann. Wir haben jetzt noch 1,5 Runden zu drehen. Das heißt, das Rennen befindet sich in der Endphase. Arturo ist jetzt schon ein Stück zurückgefallen. 2 Sekunden hinter dem Pablo. Und wir haben nach dem anfänglichen Chaos hier wirklich noch ein schönes Rennen erleben dürfen. Schade, dass Wolfram Pfund und Adam Platzka so zeitig die Segel streichen mussten. Unsere deutschen Kollegen hier hatten beide die Pace, um ganz vorne mitzufahren. Mal Arme ausstrecken, ey. Ich glaube, der Pablo hat noch nervt gegeben. Letzte Runde gleich. Auf den ersten 6 Plätzen immer noch alles beim Alten. Tommy vor Pablo und Arturo, Robert auf P4 und der Kurt auf dem 5. Jetzt geht der Tommy auch problemlos an Vincent Hempen vorbei. Slowdown, Gefahr. Vorsicht, Vorsicht, mach uns hier keine Angst. Wir haben hier nur noch eine Runde zu absolvieren. Pablo hat sich jetzt mächtig rangekämpft. Er wird sich auf der Mulsanne noch mal richtig im Windschatten ransaugen. Boah, die letzte Runde aufgeht. Oder? Ja. Da hat der Tommy auch schon die letzte Runde eröffnet. Hier fahren wir ein Stück mit Kurt Klapper mit. Nach vorne zu Robert Simpkins. Schon 1,6 Sekunden. Da wird nicht mehr viel gehen. Aber auch nach hinten zu Steve Sauce. Genug Abstand. Das dürfte der Kurt heimfahren. Ein erneutes Top-5-Ergebnis, denke ich mal, wird er auch ganz zufrieden sein. Obwohl er am Anfang noch vorne mitkämpfen konnte. Und Tommy spürt jetzt hier schon den heißen Atem von Pablo El Suarez. Das wird jetzt hier ein heißer Tanz werden auf der ewig langen Mulsanne-Geraden. Gucken wir mal, wie der Tommy seinen Exit hier schafft. Das letzte Mal hier raus beschleunigen, aber auch Pablo ist hier spitzenmäßig rausgekommen und er ist direkt im Windschatten. Komm, ist Windschatten von Brian.
Tommy versucht sich jetzt ein bisschen Windschatten von Brian Long zu holen, der jetzt überrundet wird von den Jungs. ID Draft, ID Draft! Thank you! Thank you! Oh, das war es! Scheißdreck, ey! Pablo wird in Tommys Rückspiegel immer größer. Das ist sicher kein schönes Gefühl. Und da ist Pablo auch dran und geht aus dem Windschatten raus. Nutzt den Überschuss an Geschwindigkeit. Und Tommy gibt hier auch nach, reiht sich hinter dem Pablo ein und versucht jetzt hier Müllsandkurve raus, einen besseren Exit zu bekommen, Schwung zu nehmen, um noch einmal einen Gegenangriff starten zu können. So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht mehr. Was für eine Spannung hier auf der letzten Runde. Wahnsinn. Und so wie es aussieht, scheint Tommys Plan auch aufzugehen. Er saugt sich immer mehr ran. Pablo geht in weißer Voraussicht schon mal nach innen. Aber Tommy hat so viel Schwung, dass er sich neben ihn setzen kann. Ist jetzt auch wieder ein Stück weiter vorn. Und bekommt hier die Indianapolis-Kurve ein ganzes Stück besser. Kann sich jetzt nach vorne setzen. Oh, da zieht der Pablo auch zurück. Fairer Sportsmann. Ist dem Tommy hier nicht hinten aufs Rad gefahren und hat ihn umgedreht. Wow, was für eine letzte Runde. Arturo Amro hat hier die Logenposition, guckt sich das hier von hinten an und wird hier auch begeistert sein, was die zwei Jungs vor ihm hier veranstalten. Tolles Racing hier und eine Schlacht um den Sieg in der letzten Runde. Was will das Rennfahrerherz mehr? Beide hätten den Sieg hier und heute mehr als verdient, aber natürlich schlägt unser Herz dann Tommy. Bitte keine Fehler machen, die letzten paar Meter sieht alles gut aus. Und ich denke mal, Pablo, der wird sich hier auch zu keiner Aktion mehr hinreißen lassen. Und ich bin auch froh, wenn die Flagge gefallen ist. Denn sonst habe ich keine Fingernägel mehr. Die habe ich mir schon bis auf die Knochen runtergekaut. Eine irre letzte Runde, die sich die beiden Jungs hier geliefert haben. Die letzten Kurven. Und so langsam können wir uns alle erheben. Die Anspannung fällt so langsam ab. Noch zwei Ecken. Kleiner Rutscher. Pablo ist ganz dicht dran. Und da ist es geschafft. Unglaublich. Yeah. Oh, Pablo, that was so close. Wow. Alter Schwede. Oh, dear. Yeah, I was running out of gear in the draft. Ich kann nicht mehr. Tommy! Sieg! Sieg! Das war ja nur noch gewollt ohne Ende. Alter, oh. Schöne. Der Hammer. Byron hier sieht ja auch schwer beschädigt aus. Hier vor dir, der hat ja auch ganz weit vorne gestanden eigentlich. Tommy, du hast mir wieder ein paar graue Haare beschert heute. Boah, die letzte Runde, ne? Gratulation, Meister. Gratulation, das war dein Meisterstück. Das war einfach sensationell. Das war so irre. So total irre. Boah, ich bin am Schwitzen, das glaubst du dir gar nicht. Oh. Ja, jetzt, baby. Oh, that was such intense. Thank you guys, that was perfect racing. Da werden sich unsere Zuschauer freuen, die heute alle dabei waren. Ein ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die mit uns mitgefiebert haben. Und die jetzt auch graue Haare haben und ihre Fingernägel bis zum Grund runtergekaut haben. Tommy, du bist sensationell. Boah. Du bist einfach der Beste, der dritte Lotus-Sieg. Und das x-te Podium, das war einfach nur mega, obwohl das ein Gebolze war. Ja. Alle, die es interessiert, eine ausführliche Crash-Analyse auf Tommys YouTube-Kanal. Da werden wir uns jetzt gleich mal widmen. Bis dahin wünsche ich allen Zuschauern alles Gute und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Tommy, und nochmal Chapeau und Hut ab.
Das war sensationell. Danke, Patrick, dass du mit dabei gewesen bist. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das auf YouTube zu setzen, obwohl ich denke schon, ne? Weil so ein Sieg sollte man schon. Ah, gut, ja. Dann, genau, wir machen jetzt die Crash-Analyse. Genau, und bis dahin, macht alle gut. Ciao, ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.